Heute erleben Sie die Bee Gees als Geige. David Garrett ist heute Abend bei uns. Es geht um sein richtig launemachendes neues Album. Aber wir haben auch Bilder, wie elegant er früher ausgesehen hat. Da freuen wir uns schon mal gemeinsam ein bisschen drauf. David Garrett, gleich geht's los. Heute mit Hinnerk Baumgarten. Guten Abend und hallo bei Das. Wir sind natürlich wie immer live aus Norddeutschland. Ich freue mich sehr, ein echter Weltstar. Man kann es nicht anders sagen, obwohl wir haben uns schon so oft gesehen, man merkt das gar nicht mehr. David Garrett ist heute Abend auf dem roten Sofa. Lieber David, herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank, freue mich hier zu sein. Schön, wieder dabei zu sein. Ja, oder? Ich meine, sag mal, kannst du dich eigentlich noch erinnern, dein letztes Konzert, wann das war? Im Februar diesen Jahres, Anfang Februar. Ja. Wo war das? In Abu Dhabi. Oh, konntest du so ein bisschen was von diesem Applaus, von dem Gefühl noch so rübertragen in diese Zeit jetzt gerade? Es war ein ganz kleines Corporate-Konzert mit 30 Leuten in Sushan. Nein. Leider nicht so richtig. Aber natürlich letztes Jahr noch viele Konzerte, viele Touren gespielt. Und ja, die Erinnerung ist noch dran, aber ich hoffe, wir können sie bald wieder auffrischen. Die Tour, die neue Tour, ich sag mal so, 2022 übrigens geplant. Ja, da haben wir uns aber auch wirklich Zeit genommen. Wir hatten erst überlegt, 2021, das war uns noch ein bisschen zu unsicher. Und ich glaube, wir stehen da ganz gut da, im Januar 2022 dann mit meiner Band auf Tour zu gehen. Und ich finde, was gibt es denn nicht Geileres, als mit geiler Musik Januar 2022 mit meiner Band ein bisschen abzufeiern. Ich glaub, wollen das wir die Daumen drücken, dass bis dahin alles in Ordnung ist. Ne? Wie sehr fehlt dir das eigentlich, jetzt so auf der Bühne zu stehen momentan? Ja, schon irgendwie sehr schwierig für mich. Man arbeitet natürlich sehr zielorientiert. Gehe auch nächste Woche wieder auch ins Studio für ein Klassikalbum. Man tut das, was man machen kann momentan. Aber auf der Bühne stehen, vor Menschen, die auch Musik lieben, die meine Musik lieben, Musik machen zu dürfen, das ist schon etwas, was ich sehr vermisse. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, so auch das Üben fällt dir irgendwie ein bisschen schwerer, weil man übt ja nicht mehr so auf ein Ziel momentan, ne? Naja, also ich habe Gott sei Dank viel Disziplin auch aus meiner Kindheit mitgenommen. Dementsprechend gibt es schon Projekte, die ich momentan auch sehr fokussiert angehe. Allerdings so dieses Konzert, sich auf eine Tournee vorbereiten und dann auch ein Konzert spielen und auch den Applaus im Endeffekt ernten, das ist schon etwas, was man als Künstler schon gerne hat. Und das fehlt ja momentan. Glaubst du eigentlich, dass alles wieder so werden wird wie früher? Nein, ich glaube, das wäre... Es wird sich viel ändern. Ich glaube, dass gerade auch eine Transition, also das ist... viele Konzerte geben wird, wo es peu à peu sich öffnet. Vielleicht wird es erst Klassikkonzerte in der Philharmonie geben, vielleicht dann auch noch mit gewissen Abstandsregelungen. Ich glaube allerdings, dass sich das auch über eine Zeit entwickeln muss, dass man dann auch sieht, wo plötzlich Infektionsketten wieder anfangen. Also das ist etwas, was man wirklich nicht vorhersehen kann. Also ich hoffe natürlich, wie jeder andere im Entertainment-Bereich, Impfstoff hin oder her, dass es ihn gibt. Weil ich glaube, dass das schon eine gewisse Sicherheit auch der Regierung gibt, um Konzerte wieder möglich zu machen. Das ist ein Fundament, was wir brauchen. Und ich glaube, auf dieses Fundament wird man peu à peu aufbauen im nächsten Jahr. Neues in Sachen Corona. Was tut sich sonst so überhaupt momentan? Die Übersicht jetzt von Christine Donau. Darüber spricht der Norden. Das ist lustig. Ja, also hätten wir beide gewonnen, wir wären natürlich trotzdem hier. Aber wir hätten wahrscheinlich ein Gläschen Champagner. Das könnte durchaus sein und würden vielleicht auch über deine Kunst zum Beispiel sprechen. Ne? Und, ja, ich glaube, im Endeffekt ist es schön, wenn man natürlich die finanziellen Möglichkeiten hat, viel zu tun. Aber ich glaube, dass eine Leidenschaft im Leben ersetzt das ja nicht. Insofern, ich glaube, wir haben beide... Ein sehr angenehmes und schönes Leben. Absolut. Wenn du das absolut immer noch magst, was du tust. Ja, natürlich. Ist es ja so. Ja, klar. Insofern wird es ein runder und schöner und harmonischer Abend werden. David Garrett heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Gitta Olsen von Gehr. Ja, mit so ein paar netten Ausschnitten schon. Er ist ein echter Weltstar. Greift das Ausnahmetalent zu seiner Geige, sind Millionen Fans elektrisiert. Ob Klassik oder Crossover, er beherrscht alles, ist Musiker durch und durch. Schon als Vierjähriger beginnt er Geige zu spielen. Mit 13 folgt der erste Plattenvertrag. Nach dem Abitur geht er nach New York und erfindet sich als Künstler nochmal ganz neu. Normalerweise spielt er die erste Geige.
bin fasziniert. Und gibt alles. Ob für 30.000 oder 3 Zuschauer. Wir sind happy, denn heute ist er bei uns. Stargeiger David Garrett. Es ist immer schön, die Sachen sich auch anzugucken, ne? Und was man so da gespielt hat in der Zeit. Aber wie man sich entwickelt hat, auch optisch und so, das ist schon echt pfiffig. Ne? Sag mal, dieses neue Album, Alive, allein der Titel schon, kann man das auch so ein bisschen als kleinen Gegenentwurf zu dem Corona-Lockdown abfinden? Absolut. Also für mich war das Album unglaublich wichtig, auch in der Zeit das aufzunehmen. Ich habe natürlich viele Einflüsse und das, was uns wirklich bewegt hat und immer noch bewegt, das ist an mir auch nicht spurlos vorbeigegangen. Für mich als Musiker ist das aber eher Anreiz, etwas rauszubringen, was Positivität auch ausstrahlt, etwas, was Spaß macht, einfach um halt so einen Antikörper auch irgendwie diesem Negativen entgegenzustellen. Und deswegen habe ich gedacht, jetzt gerade erst recht muss man meinen Fans und natürlich alle, die Musik hören und kaufen, irgendetwas geben, was wieder Freude auch im Leben bringt. Also zumindest ein kleiner Tropfen auf einen heißen Stein. Ja. Mehr kann ich auch nicht machen. Ja, zum Beispiel Pharrell Williams. Richtig. Der Song Happy, wie der sich mit der Geige anhört, schauen wir mal. Ist auch live. Ja, sehr geil, sehr geil. Sag mal, wie du arrangierst ja die, also die Noten und wie auch immer, das ganze Stück arrangierst du ja komplett um, weil es reicht ja wahrscheinlich nicht, den Gesang einfach durch die Geige zu ersetzen. Nein, das wäre total idiotisch, weil im Endeffekt du halt bei vielen Sachen auch nicht nur die Melodie kopieren musst, also das ist der Grundstein natürlich, die Melodie, aber du machst kleine Variationen, dass das auf dem Instrument auch funktioniert. Das heißt, du musst dann schon ein Gefühl und einen Instinkt haben, wie eine Melodie im Gesang auf diesem Instrument funktionieren kann. Und da brauchst du ein bisschen Erfahrung natürlich. Wie anders unter Corona-Bedingungen habt ihr denn das Ganze auch produziert? Weil normalerweise hast du ja deine, ich sag mal, Jungs aus New York, ne? Also das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, was wir gerade gesehen haben. Du hast alles alleine gemacht, ne? Bei der Nummer jetzt zum Beispiel schon. Und zwar war so ein bisschen aus der Not macht man eine Tugend. Wir haben natürlich alles separat aufgenommen. Ich war die meiste Zeit nur mit meinem Produzenten alleine im Studio, viel, viel alleine auch gemacht. Allerdings diese Nummer haben wir als letztes aufgenommen und wir hatten alles schon im Studio fertig. Das heißt, Bassist war weg, das Orchester haben wir Gott sei Dank auch noch hingekriegt. Die hatten wir aber auch schon aufgenommen. Und dann habe ich gedacht, okay, die Nummer, wir haben niemanden mehr da, dann probiere ich einfach alle Parts einzuspielen. Also mit Body Percussion, zum Beispiel Drums. Also ein kleines Beispiel, die Conga dann hier mit so Mikrofon knallhart dran. Dann haben wir 17, 18 Spuren gemacht, die Hauptmelodie aufgenommen und das ist dann daraus entstanden, Corona-konform. Sehr cool. Und ich bin übrigens sehr froh, weil mein Lieblingstitel auf dem Album ist von den Bee Gees. Ich bin großer Fan von den Bee Gees. Ja. Stayin' Alive mit der Geige. Ich finde, das ist sofort, da muss man wirklich mitgehen. Ne? Also ich würde auch sagen, wenn es blöd wäre, aber ich fand es wirklich gut. Ja, es ist für mich auch eine Opening, also die erste Nummer vom Album gewesen, einfach nur, weil es wirklich auch so ein bisschen die Richtung vom Album wiedergibt. Mhm. Es ist mit Energie, viel Energie auch drin. Und natürlich gibt es auch ruhige Momente, zum Beispiel What a Wonderful World, auch ein ganz, ganz toller Titel. Thank you.
muss natürlich auch was fürs Herz dabei sein. Aber für mich war ganz klar die Richtung mit guter Energie in den Tag sozusagen. Also du hast einfach, sag mal, kann man sagen, es sind so ein paar Lieblingshits von dir selber, auch die du da ausgesucht hast zu covern? Also für mich war der Übertitel vom Album natürlich schon irgendwie Soundtrack. Das heißt, ich habe mich schon orientiert an Musik, die ich aus Funk, Film und Fernsehen toll finde. Und ich finde, es ist immer gut, einen Arbeitstitel auch für ein Album zu haben. Und aus diesem Bereich habe ich mir natürlich Sachen ausgesucht, die mir persönlich was bedeuten und mit denen ich auch tolle Erinnerungen verbinde und die mir vielleicht auch in einer schwierigen Situation Inspiration und Motivation gegeben haben. Das ist interessant, da will ich mal nachfragen. Ja. Wie konnte es passieren, dass du Metallica-Fan geworden bist? Ja. Metallica, ich fand die, es ist einfach eine geile Band. Die haben wirklich tolle Gitarristen, tolle Instrumentalisten da, haben immer geile Songs gemacht, unglaublich virtuos. Es hätte ja sein können, ich frage dich, es hätte ja sein können. Angefangen. Also, auf der Gitarre sieht das so aus. Ne? Das macht natürlich dann auch genauso viel Spaß als Instrumentalist, das auf der Bühne zu machen und auch diese Virtuosität, die es jetzt nicht nur in der Klassik gibt, sondern ich finde auch Virtuosität gibt es in vielen Bereichen, aber insbesondere auch im Rock'n'Roll hat das eine große Tradition. Und ich finde, da kann man ja auch ein bisschen adaptieren auf das Instrument. Ja, also Enter Sandman ist dein Lieblingslied. Komm, ja, ein bisschen. Das haben wir uns schon vorüberlegt. Sehr gut. Das Riff jetzt mal ganz schnell hier. Ich meine mal ehrlich, da fliegen bei Metallica, da fliegen da die Gitarren durch die Gegend. Ja, bei mir fliegen dann eher die Bogenhaare wahrscheinlich auf der Bühne, wenn ich spiele. Was so ein Instrument alles raushauen kann. Ja, es hat viele Möglichkeiten. Es kommt ein bisschen darauf an, was du damit machst, wie so mit allem im Leben. Aber wenn man die Möglichkeiten hat, dann wäre es doch wirklich schade, wenn man nicht großartige Musik, die es wirklich auch in jedem Bereich gibt, nicht auch für sich so ein bisschen entdeckt und damit auch Spaß hat. Alive, das neue Album, so sieht es aus, haben wir schon gezeigt. Und die Tour, dann 2022 geht es los. Müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Ich 6. Auch. Januar, Schwerin, glaube ich, geht es los. Ne? Richtig. 6. Januar, Schwerin, also sehr cool, sehr, sehr gut. Bei David, da hieß es früher auch mal ganz schnell Wunderkind. Christoph Hemka hat ein solches Wunderkind von heute begleitet. Und zwar bei dessen... Ja, sieht alles irgendwie rund aus, fröhlich aus. Aber David, du hast auch gerade gesagt, auch nicht einfach, ne? Ich kenne die Situation ja selber in dem Alter. Ja, Sachen zu machen, klar, man hat das Talent. Und es gibt dann ja auch viele Menschen, die das Talent erkennen. Mhm. Und manchmal, man kann ja nicht hinter die Kulissen gucken, wird da zu sehr gedrückt, manchmal halt nicht. Aber man, wie gesagt, kann ja nicht dahinter schauen. Ich wünsche ihm viel Glück. Dass man dann halt auch, weil es ist auch so ein Alter mit 11 Jahren. Ist nicht einfach für den Jungen mit seinen Kumpels und so weiter. Das nicht mal, aber sondern im Endeffekt mit 11 Jahren kannst du noch keine Karriere prophezeien. Das ist, man kann sehr gut sein. Aber da passiert so viel, bis man 18, 19, 20 Jahre alt ist. Und wenn der Druck zu groß ist, dann fängt man plötzlich an, das Ganze überhaupt nicht mehr zu mögen. Und es ist sehr, sehr schwierig. Also in dem Alter, das, der ganze Begriff Wunderkind, das ist auch so eine Bürde irgendwie. Also da kommen die wenigsten aus der Geschichte raus. Also ich möchte mal ein Foto zeigen von dir. Ich habe Glück gehabt. Da war 10 Jahre. Guck mal hier, das war das erste Solokonzert von dir. Ja, ja. In der Litfaßsäule mit den Hamburger Philharmonikern, meine ich. Ja. Oder Symphoniker, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber guck dir das mal an. Ja. Philharmonie. Ja. In der Leishalle. In der Leishalle in Hamburg. Ja. Dieser Begriff Wunderkind, das war ja bei dir auch so ein bisschen damals so der Stempel drauf. Ja. Ist dir das denn einfach auch mal ein bisschen auf die Nerven gegangen? Von Anfang an. Weil du sitzt jeden Tag zu Hause und machst. Du machst den minutiösten Schwachsinn, was natürlich im Endeffekt dazu führt, dass man es gut macht. Ja. Aber du spielst das dann wirklich nach zig Stunden dann auf der Bühne. Also Monate gehen vorbei in Slow Motion bei dir.
Tag für Tag wird gearbeitet und dann spielst du 10 Minuten auf der Bühne und der Kritiker schreibt Wunderkind. Dann denke ich, du Arschloch, wenn du wüsstest, wie hart das ist, bis man da diese 10 Minuten Zigeunerweisen spielt. Ich meine, eigentlich müsste der das besser wissen. Es gibt keinen, der das einfach so spielt, weil Gott gesagt hat, jetzt spielen wir die Zigeunerweisen ordentlich. Das ist wirklich eine knallharte Arbeit, die man jeden Tag und teilweise auch nachts macht, in einem Alter, wo man das überhaupt nicht machen sollte. Und dann den Begriff Wunderkind zu hören als 11, 12, 13-Jähriger, dann denkst du auch, boah, was für eine verkehrte Welt, wenn die nur wüssten. Also du bist gar nicht im Grunde stolz auf dich, sondern du sagst, ey, ja, nein, das war harte Arbeit, so wie alles im Leben harte Arbeit ist. Ich fand, der Begriff, den hat das immer, das hat die Arbeit etwas geschmälert. Mhm. Am liebsten wäre mir gewesen, die hätten geschrieben, hart arbeitender Elfjähriger. Ja. Da wäre ich stolz gewesen. Du hast dann schon wirklich ganz viele tolle Erfolge gehabt und dann gab es mit 17 gab es, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, gab es einen schönen Auftritt bei Alfred Biolek. Also das ist wirklich ich habe mich dagegen gewehrt, aber er hat mit Engelszunge vor auf mich eingewirkt, dass ihr das zeigen könnt. Also wir wollen das jetzt nochmal zeigen. 1997, David als 17-Jähriger bei Alfred Biolek. Ja. Ich darf David Garrett zu mir nehmen. Hallo. Hallo, David. Schönen Abend. Guten Abend. Hallo. Sagen Sie David oder David? David. Als Anfänger ist es da auch schon wichtig, dass man einen ganz berühmten Lehrer hat? Das ist schwierig zu sagen. Also es gibt berühmte Lehrer, die wollen einem den Charakter aufdrücken, was ich eigentlich gar nicht sehr gerne habe. Das heißt, man geht zu Lehrern und die geben einem die Fingersätze, die geben einem die Ideen. Und ich bin der Meinung, man soll selber die Ideen entfalten und selber eigene Fingersätze machen. Also ich glaube, das bildet mehr den Charakter und auch den Geiger. Und wie sind Sie in Musik? Ich bin von Musik und Sport und Religion befreit, muss ich sagen, und Kunst. Man sieht doch einen gewissen optischen Unterschied. Das ist 43 Kilo auf 1,90 verteilt sieht halt so aus. Ja, aber du, ich meine, wie sehr hattest du damals mit 17 eigentlich schon im Kopf, nach New York gehen zu wollen? Also ich musste ein bisschen jünger gewesen sein. Also ich glaube, das schätze mal, ich war da 15. War noch jünger sogar? Damals noch oder gar nicht so. Mit 17 so kam. Wie kam 17? Das langsam? Ich habe mit Isaac Stern, es ist ein sehr, sehr großartiger Geiger gewesen, habe ich im Verbier-Festival mit 15, 16 gearbeitet. Und ich erinnere mich, dass ich ein tolles Gespräch mit ihm hatte, was ich damals auch ohne meine Eltern habe führen müssen. Er hat darauf bestanden, lass uns mal zusammen uns hinsetzen und über das Leben reden und über die Musik. Und hat mir damals nahegelegt, du bist ein toller Geiger, du hast unglaublich viel Talent, aber du musst ein geiler Musiker werden. Das habe ich damals noch nicht so richtig verstanden, aber ich erinnere mich, dass er gesagt hat, mach Kammermusik, guck, dass du Kompositionslehre machst, Harmony and Counterpoint, guck, dass du ein Dirigentenstudium machst, dass du alle Elemente, die es in der Musik gibt, dass du die kennst. Und wenn du alle kennst, dann nimmst du das Instrument nochmal und dann machst du Musik. Und irgendwie hat es mit 17, 18 bei mir oben so eine Initialzündung gegeben und habe gesagt, ich muss das jetzt machen, sonst bin ich zu alt dafür. Und es gibt auch das richtige Alter, diesen Weg einzuschlagen. Ich habe da Gott sei Dank nicht zu lange drauf gewartet, sondern habe in dem Moment gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt, ich habe die Unabhängigkeit von meinen Eltern und ich ziehe das jetzt durch. Wie hast du überhaupt diese Unabhängigkeit von deinen Eltern bekommen? Weil die waren ja nicht unbedingt dafür, nochmal nach New York zu gehen. Klar, ich hatte damals schon 4, 5 Alben unter der Deutschen Grammophon gemacht. Die war natürlich so in dem, ja, in klassischem Stil. Naja, das, aber die haben schon gedacht, ich habe ein gemachtes Nest. Du musst nicht mehr studieren gehen, du brauchst jetzt auch keinen Lehrer mehr. Du hast die etablierteste Plattenfirma, du hast schon mit tollen Leuten aufgenommen, überall gespielt. Warum will der jetzt studieren gehen? Kann man auch zu einem gewissen Grad natürlich nachvollziehen. Aber für mich, ich hatte immer ein größeres Bild im Kopf. Für mich ging es nicht nur um Dudeln, sondern für mich ging es auch, Sachen arrangieren zu können, auch zu komponieren und ja, Musiker zu werden und das auch
mit Leidenschaft und mit Herz. Nur an dem Instrument zu spielen und zu arbeiten, das hätte mich nicht erfüllt auf lange Zeit. Und bist du nach New York gegangen, ja, über den Umweg England, ja, ein bisschen Rock'n'Roll gemacht in England, ne? Ja, kann man so sagen. War auch wichtig, aber war schön. Ja, bist du eigentlich, ohne deine Eltern bist du denn da nach New York gegangen, ja. Juilliard School, ja, in New York, hast dich da beworben? Es gibt so tolle Geschichte. Ich bin damals, ohne dass meine Eltern es wussten, nach New York gereist. Ich habe gesagt, ich besuche meinen Bruder, der hat damals in Boston studiert, habe den Chinatown-Bus von Boston nach New York genommen, im Winter, Schneesturm, bin 5 Minuten direkt vor meiner Audition noch angekommen, also große Verspätung, habe die Geige ausgepackt, hatte eiskalte Hände und musste Bartok, erstes Violinkonzert, haben sie sich ausgesucht. Zweites Violinkonzert, nicht erstes. Da habe ich gedacht, oh Gott, das hast du so vermasselt. Und dann gibt es ja diese Recall-Sheets. Mittlerweile wissen wir alle von den ganzen Sendungen, was ist ein Recall? Was ist Recall? Ja, ich dachte, Recall, das sind die Menschen, wo die Musiker, die nicht überzeugt haben. Jetzt muss ich noch mal spielen, weil das erste nicht so gut war. Die müssen noch mal zuhören. Aber Recall war eine gute Sache. Das hat mir dann auch jemand erklärt, weil ich da irgendwie deprimiert ausgesehen habe. Super. Und dann bist du da angenommen worden. Ja. Und vor allem mit Itzhak Perlmann. Das war natürlich richtig geil. Dein großer Lehrer? Ja. Dem du viel zu verdanken hast, der Wahnsinnig. Dich sehr, sehr beeinflusst hat. Und ich möchte das noch mal kurz erwähnen. Deine Eltern haben dich dann auch nicht unbedingt finanziell unterstützt. Du hast da mal lochen müssen, ne? Also das stimmt. Ja, ich glaube, das war aber auch in der Zeit eine gute Entscheidung. Also es war jetzt nicht bewusst von meinen Eltern ausgesucht. Aber es war halt so, dass sie gesagt haben, wenn du das unbedingt machen möchtest in New York, wir glauben nicht daran, dann versuch es alleine zu stemmen. Und das habe ich auch gemacht mit jeglicher Arbeit, die sich da angeboten hat. Und danach war das völlig transformiert. Da warst du im Grunde der David Garrett, der heute hier sitzt. Ja. Kann man das so sagen? Naja, man findet sich natürlich auch. Stell dir vor, ich habe Privatunterricht gehabt bis zu meinem 17. Lebensjahr. Ne? Also ich war richtig ausgeschlossen von diesen sozialen Gegebenheiten, die man halt so in der Schule hat. Klamottentechnisch so oder so. Auch das, was ich gerade da getragen habe, war eher so von meinen Eltern ausgesucht. Dann irgendwann kommst du in New York als Paradiesvogel in Anführungsstrichen an. Nicht, weil du Paradiesvogel sein möchtest, einfach nur, weil du keine Ahnung von nichts hast. Keine Ahnung, wie ein Bankkonto funktioniert, keine Ahnung, wie man die Wäsche wäscht. Und dann geht natürlich, musst du ganz, ganz schnell lernen und adaptieren. Und dann suchst du natürlich nach einer gewissen Zeit, ja, sind ja auch ein paar nette Mädels da, die sagen, hör mal, wir müssen dir mal ein paar Klamotten holen. Und dann gehst du natürlich in Geschäfte rein. Und hast dann irgendwie plötzlich einen anderen Stil entwickelt. Das ist anders, als wenn Mutti den Konfirmationsanzug raussucht. Richtig. Mit der bordeauxfarbenen Fliege oder so. Das war eine andere Gelegenheit da. Toll. Ich bin sehr gespannt, was du hierzu jetzt sagst. Denn die Mutter aller Kochshows, für Feli auch das Wunderkind am Herd, Rainer Sass und seine Art von Also Gratin. So ein lecker Gratin haben wir natürlich bei uns im Netz, das Rezept von Rainer Sass. Selbstverständlich. Chardonnay sah auch nicht schlecht aus. Chardonnay sah auch gut aus. Ich wollte es nicht unbedingt erwähnen, aber natürlich, na klar. So, und du hast ja auch fleißig mitgeschrieben, weil du bist ja Neukoch. Man hat plötzlich so viel Zeit, dass man natürlich auch so alltägliche Dinge, die man so gar nicht gemacht hat, über vielleicht viele, viele Jahre, dass man plötzlich da auch eine Faszination, ich nenne es mal Faszination, nicht Langeweile, entwickelt. Und dann sitzt man plötzlich in der Küche und schnibbelt an irgendwelchen Gemüse rum. Aber ich meine, ja, was kannst das ist ja auch schön. Was kann denn nun der Junge so alles? Was kannst du denn? Ich habe mir neulich einen halben Daumen abgeschnitten. Insofern, ich sollte vielleicht da ein bisschen langsamer machen. Aber du hast es vorhin schon erzählt, du bist ja jetzt auch schon länger in einer Beziehung. Wunderbar. Ja. Ist das nicht auch großartig, wenn man gemeinsam Absolut. Diese Krise bewältigen kann, oder? Ja, vor allem merkt man auch, ob man wirklich eine gute, harmonische Beziehung hat. Mhm. Also die letzten paar Monate, man hat sich wirklich wunderbar verstanden und macht natürlich so Sachen zusammen, wie jetzt kommen wir kochen mal jetzt irgendwie eine Hühnersuppe oder so. Also im Endeffekt sind das ja auch Dinge, die man schon alleine machen kann, aber machen natürlich doppelt so viel Spaß, wenn man da irgendwie zu zweit ist, klar. Ja, wenn du alleine den Abend sitzt, dann machst du ja keine Hühnersuppe. Nein. Das ist dann irgendwie ja, weiß ich nicht, würde man wahrscheinlich auch machen, aber schmeckt halt nur halb so gut. Ja. Ist es auch eine Entlastung für dich, jetzt einfach mal nicht so viel unterwegs sein zu müssen? Ich meine, wenn du, was weiß ich, über 100 Konzerte hast, 200 Tage im Jahr im Flieger sitzt sonst, ist das ja auch mal, jetzt mal unabhängig von dem Mist, was damit zusammenhängt. Hätte ich die Pause eigenständig mir auferlegt? Nein, niemals. Dafür bin ich zu ambitioniert auch in meinem Leben. Werde ich auf dieses Jahr zurückgucken und sagen, war vielleicht gar nicht mal so schlecht, so ein bisschen das Gas rauszunehmen? Vielleicht. Mhm. Weiß ich noch nicht. Einfach mal, ja. Irgendwie hat man vielleicht was Neues entdeckt, möglicherweise in sich auch, dass es dann rausgekommen ist. Ne? Was ich auf alle Fälle sagen kann,
Alben aufnehmen und natürlich Sachen vorbereiten, da nimmt man sich plötzlich auch eine ganz andere Zeit für und macht das vielleicht ein Stück weit sogar bewusster. Insofern habe ja vorher schon kurz dir erzählt, jetzt auch schon im nächsten Projekt so ein bisschen für die Deutsche Grammophon ein Klassikalbum wieder einspielen. Ich glaube, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, da auch sich mit zu beschäftigen, weil diese Ruhe, ich weiß nicht, wann ich die demnächst nochmal haben werde. Und das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich würde mich übrigens sehr freuen, wenn du bei diesen Aufnahmen für die Deutsche Grammophon den alten Anzug von früher nochmal tragen kannst. Ja, da passe ich ja nicht mehr rein, der will an allen Ecken und Enden platzen. Aber bist du auch in diesem Jahr irgendwie, konntest du auch mal nach Mallorca? Im Sommer gab es so ein Zeitfenster, wo das möglich war. Dann bin ich auch mit meiner Mutter dorthin geflogen. Die ist ja auch in Berlin ansässig und wohnt natürlich alleine. Und da versuche ich natürlich auch, so viel Kontakt wie möglich aufrechtzuerhalten. Ist ja auch für sie eine sehr, und für viele alte Menschen, gerade für alte Menschen, eine sehr isolierte Zeit. Und da versuche ich mir natürlich Mühe zu geben. Und dieser Kurzurlaub, den wir damals gemacht haben, Gott sei Dank war es noch möglich. Und den hat sie sehr und ich auch genossen. Ja, es ist ja, ich meine, es war schön. Ich war auch im Sommer auf Mallorca. Ja. Einfach war nicht viel los. Man hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwie unsicher ist, muss ich sagen. Es war, die hatten ja doch, oder die haben diese Maskenpflicht auch auf der Straße. Ja. Also da fangen wir in Deutschland jetzt so gerade in den Fußgängerzonen mit an. Aber das war schon sehr mit einem tollen Hygienekonzept. Ich habe das auch am Rande natürlich verfolgt, dass es plötzlich Risikogebiet geworden ist, was ich wiederum jetzt vielleicht gar nicht so nachvollziehen konnte, weil Hygienekonzept war da weit über Deutschland im Sommer, fand ich zumindest. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Ja, ja, natürlich. Strände waren gesperrt, wenn die zu voll waren, konnte man gar nicht mehr hingehen. Ja. Ne? Deine Schwester wohnt hier auch in Hamburg. Richtig, ne? Ja. Und, schöne Grüße. Ne, das schöne Grüße. Ne? Und dein Bruder, hast du vorhin auch schon erzählt, lebt ja in Amerika. Richtig, ja. So, habt ihr schon, wie Mutter in Berlin, habt ihr schon irgendwie überlegt, wie ihr euch so an Weihnachten zusammentun wollt? Schwierig. USA-Reisen wird für mich und meiner Mama natürlich einfacher, weil ich die amerikanische Staatsbürgerschaft habe. Ich möchte meine Freundin natürlich nicht hier alleine lassen über Neujahr. Da ist allerdings die Regelung, dass man, wenn man aus dem Schengen-Gebiet kommt, momentan nicht einfliegen darf. Also muss 2 Wochen woanders sein. Ist alles momentan ein Chaos und kompliziert. Weihnachten mache ich auf alle Fälle hier. Hoffentlich meine Schwester kommt nach Berlin mit meiner Mama. Und was danach kommt, ich hoffe, die Sache mit dem Impfstoff entwickelt sich so wunderbar und rasant und schnell, dass natürlich auch die Möglichkeit wieder da ist. Ich habe ja da auch ein Zuhause, was ich seit Januar diesen Jahres nicht mehr gesehen habe. Ich hoffe, es ist noch da. Ja. Man weiß es nicht. Zahlt er da die ganze Zeit Miete und kann gar nicht hin. So ungefähr. Ein großes, das ist alles ein Dilemma momentan. Naja, man muss trotzdem dabei Humor bewahren. Alive bleiben. Alive. Absolut. So, jetzt kommt was für einen gefühlten Rocker wie David. Jan Rimpel hat nämlich einen Schatz entdeckt, was in norddeutschen Scheunen so verborgen ist. Wahnsinn. Toll. Oder? Ganz ehrlich, ist doch cool, ne? Was die Leute so sagen. Kriegt ein Grinsen im Gesicht. Ist toll. Du hast eben gerade gesagt, müssen aber auch schön ordentlich stehen. Nein, sonst könntest du es nicht ertragen. Im Endeffekt, sowas ist ja auch ein Stück weit für nachfolgende Generationen da. Und deswegen fand ich es toll, dass es auch so ordentlich aufgebaut war. Und der Dielenboden ist mir auch aufgefallen, direkt darunter sah alles spitzenmäßig aus. Sehr gut. Fand ich richtig toll. War eigentlich Motorradfahren irgendwas für dich? Ich muss darauf aufpassen. Ja, du kannst gar nicht alles machen. Ich würde es gerne machen. Das ist echt so ein Lebensgefühl, was auch unvergleichlich ist. Aber das Risiko, dann irgendwie sich blöd irgendwie hinlegen und dann Finger gebrochen. Also ich versuche immer natürlich das Leben zu genießen und auch in vollen Zügen zu genießen. Aber so ein paar Sachen, da habe ich Respekt vor. Und dazu gehört natürlich auch Motorradfahren. Du hattest, meine ich, vor gut 2 Jahren hattest du auch mal einen Bandscheibenvorfall. Ja, drei, das ist, oder vor 3 Jahren. Das muss doch denn bei dir wahrscheinlich wegen der Kopfhaltung oben so im Nackenbereich sein. Das ist natürlich, weil ich jahrelang nur so geübt habe. Ne? Und dann muss man ein bisschen entspanntere Haltung. Wollte ich sagen, kann man dagegen antrainieren oder was anders machen? Man sollte jetzt vielleicht nicht irgendwie 5-6 Stunden hintereinander üben. Also das ist dann eh bescheuert, weil der Kopf nicht das verarbeiten kann, was du übst. Ich glaube, da ist einfach ein Umdenken bei mir hat stattgefunden, dass man in Episoden arbeitet, mal eine halbe Stunde, dann Pause, dann mal eine Stunde. Und
ja, mehr kann der Kopf eh nicht wegarbeiten. Also sowieso, ich sag mal auch, ich kann mich daran erinnern, ja, früher in der Schule, ja, wir hatten auch ein Schulorchester, ja, und diejenigen, die Geige gespielt hatten, ja, die hat man immer erkannt, die hatten irgendwie am Hintern, so ein Furunkel, ja, so irgendwie so ein leicht Furunkel, irgendwas, ja, war da immer. Ja, ja. Das war, das, weißt du, woher das kommt? Ja, von dem Holz, ne? Ich habe mir ja da so ein Silikonpad da drauf gelegt, damit da nicht irgendwie, selbst wenn ich viel arbeite, damit es immer so aussieht, als, ach, der Junge muss ja nicht üben, der ist so talentiert, aber ich arbeite trotzdem viel. Das ist nur das Geheimnis. Das ist jetzt ja nicht deine Stradivari. Die Stradivari ist zu Hause. Ne? Die ist sicher eingeschlossen im Safe. Die jetzige hat eine gute Tonfarbe. Du hattest aber, ja, früher mal eine, das war eine Diva. Das stimmt, ja. Was ist denn da, wie kommt man denn? Das war sogar eine Stradivari. Naja, das muss man sagen, so wie mit allen Menschen gibt es gute Charaktere und nicht so gute Charaktere. Das ist dasselbe mit Instrumenten. Und ich habe mit 13 Jahren eine wunderschöne Stradivari bekommen, also unglaublich launisch. Da, wenn das Wetter, wenn die Sonne auf 12 Uhr stand, hat die so geklungen, wenn es nachts war, hat sie so geklungen, dann hat es ein bisschen angefangen zu regnen, plötzlich hat sie gechoked. Also Stradivari ist natürlich schon der große Name, aber auch da gibt es große Unterschiede. Also ich habe da mittlerweile, Gott sei Dank, vor ein paar Jahren im rechten Moment zugeschlagen und eine gefunden, der ist es völlig egal, ob es regnet oder nicht. Ex-Busch heißt sie, glaube ich. Genau, ja, ja. Komm, wir schauen noch mal rein, weil es wirklich eine coole Nummer ist. Thriller auf der Geige vom aktuellen Album. Sehr gerne. Sehr cool, sehr, sehr cool. Thriller da auf der auch Geige. Sehr schön inszeniert. Bei der das Band. War bei Florian Silbereisen, meine ich. Ja. Ne? Hätte es eigentlich bei dir, und das, da komme ich nochmal drauf, weil wir vorhin über Wunderkind gesprochen, ja, haben, hätte es eigentlich bei dir irgendwie einen Plan B gegeben? Ehrliche Antwort? Überhaupt nicht. Ich war in allen Fächern in der Schule wirklich unteres Mittelmaß. Ich hätte es vielleicht zum Geigenlehrer in Aachen noch irgendwie hinbekommen, aber ganz ehrlich gesagt, das hätte ich auch keinen antun wollen, also mir insbesondere nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, im Endeffekt ist es gar nicht mal so schlecht, keinen Plan B zu haben, weil du setzt dann wirklich alles auf Rot und volles Risiko und egal was passiert, du hängst dich da rein. Und vielleicht sind mir Rückschläge nicht so wichtig gewesen, und habe daraus versucht, sehr schnell zu lernen, einfach weil es keinen Plan B gab. Du musstest. Ja, manchmal ist Druck gar nicht so schlecht. Es war ein wirklich wunderbarer Abend mit dir. Ich danke dir ganz herzlich. Danke dir auch. Hat mir viel Spaß gemacht. Morgen kommt Ildiko von Kürti, die Wunderbare. Und da geht es um das spannende Thema Tagebuch. Morgen Abend, Ildiko von Kürti, 18.45 Uhr. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Und dann sind wir morgen wieder für Sie da. Tschüss und schönen Abend.